Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine komplette dekorative Kosmetik aufgebraucht aus dem Monat, nein, aus dem was? Wow, es fängt schon super an. Schminke in 2022 aufgebraucht. Habe ich hier gesammelt, habe ich für euch. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Alles, was hier ist, ist eigentlich etwas, was ich auch mag, weil sonst wäre es nicht hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst hätte ich das nämlich nicht aufgebraucht. Wenn ich etwas furchtbar finde, dann kommt das in meine Flop-Videos mit rein. Da gibt es jeden Monat ungefähr ein Flop-Video von mir. Und ja, das hier sind dann die Produkte, die ich von Anfang bis Ende verwendet habe und die ganz offensichtlich auch gut waren. Ne? Und ja, im Prinzip kann man das auch schon fast als Jahresfavoriten werten, weil wenn ich das Produkt nicht so genial gefunden hätte, hätte ich es nicht leer gemacht. Ne? So, ich habe hier natürlich alles, was ich in mein Gesicht packe, aber auch Düfte habe ich mit dabei, ein bisschen Lippenpflege habe ich auch mit dabei, Nagelprodukte habe ich mit dabei und wir starten doch einfach mal mit den ganzen Primern. Da habe ich aufgebraucht von Riva Loves Me aus der So Cozy Limited Edition den Cold Cream Primer und den fand ich gut. Da gab es auch nachher nochmal die Limited Edition von Maxime, die Holy Grails und das war ja quasi der gleiche und das soll dann ja auch ein Dupe sein zu der Charlotte Tilbury Magic Cream. Also ganz, ganz, ganz toll. Mag ich sehr gerne leiden. Kann ich euch wirklich empfehlen, wenn Riva Loves Me diese Limited Editions rausbringt und dann gesagt wird, Mensch, das ist ne dieser Primer, dann wisst ihr Bescheid. Und finde ich großartig. Ich glaube, eine ähnliche Konsistenz hat auch dieser hier von Maybelline, der Face Studio Prime Hydrating Primer. Das war jetzt eine kleine Größe mit 10 Milliliter. Den hatte ich mal in einem Adventskalender drin. Auch das ein gutes Produkt. Das hier gibt es jetzt ja leider nicht mehr zu verkaufen, zu kaufen. Becker Backlight Priming Filter, das war so eine Travel Size. Simi hat sich jetzt endlich mal hingelegt und tapert die durch die Gegend. Das waren 15 Milliliter, der war schon gut. Ne? Da gab es dann von Love & You, aber Love gibt es ja auch nicht mehr. Catrice Sensational, den kann man sich alternativ dazu mal angucken. Eine leichte Tönung und Schimmerpartikel sind da halt mit drin enthalten. Dann habe ich hier von Hey Honey etwas aufgebraucht. Gut, den fand ich jetzt nicht so optimal. Good Morning Honey Silk Facial Serum war okay. Ne? Da waren jetzt drin 10 Milliliter. Stand halt drauf, dass man das sowohl als Make-up-Grundlage als auch als generelle Creme oder Serum verwenden kann. Ne? Ja, war okay. Hat jetzt ab und an aber, glaube ich, ein bisschen gekrümelt. Das hier fand ich richtig großartig. Hello Good Stuff von Essence, das Primer Serum Hydrate and Plump mit Blaubeere und Squalan, 30 Milliliter. Das war wirklich, wirklich toll. Muss ich wirklich sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das war sehr gut. Da weiß ich auch, dass Like a Daisy in Spring, die Sarah Isabel, das auch sehr gerne mochte. Dann habe ich von Ila Maska eine kleine Geschichte aufgebraucht. Ja, ich habe mich auch versucht, so ein bisschen an diese kleinen Geschichten ranzumachen. 7 Milliliter von dem Hydra Veil Rehydrating Gel. Ne, das war einfach hier so ein Gelfieder drin. Ja, den mochte ich auch wohl. Dann habe ich Laura Mercier, den fand ich auch solide. Pure Canvas Primer Hydrating. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Hydrating mag ich einfach 10 Milliliter. Auch das aus dem Adventskalender. Auch das gut. Clarin, das war schon sehr glitzernd, glaube ich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Aber mochte ich trotzdem. SOS Primer Boosts Radiance mit 5 Millilitern. Süß, aber gut. Ja, das waren meine Primer. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was an Foundations aufgebraucht. Aber nur 2. Und sehr klein. Das konnte man auch teilweise als Primer verwenden von Emborian CC Water à la Centella, also mit Centella Asiatica. Träumchen ist direkt auch mit Hautpflege, ne? Hatte ich in der Farbe Claire, 5 Milliliter waren hier drin. Süß, aber es ist aufgebraucht. Immerhin. Dann habe ich von Catrice HD Liquid Coverage Foundation, die habe ich, glaube ich, von Maxime mal geschenkt gekriegt. Habe ich in der Farbe 010 Light Beige. Und das war einfach so eine kleine Geschichte, ne? Das war auch eine schöne Sache, die mochte ich sehr gerne. Die müsste ich jetzt, in 005 Porcelain habe ich die jetzt auch noch in einer Full Size. Die mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob aktuell auch mein Code auf Purish noch gilt. Da könnt ihr gerne mal in der Infobox vorbeischauen. Da bekommt ihr mit Claudi20 20% Rabatt bis zum 11. Februar auf alles. Auf alles, 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 was ihr dort im Onlineshop findet. Ich glaube sogar auf die rabattierten Sachen. Ja, stimmt. Auf die rabattierten Sachen auch. Das heißt, da bekommt ihr dann nochmal on top. Es ist so krass. Schaut in der Infobox vorbei. Gönnt euch hart. Ne?
Und viel Spaß beim Shoppen. Dann habe ich noch diverse Schwämmchen aufgebraucht. Die sind dann halt irgendwann gerissen oder waren halt irgendwie nicht mehr so schön. Ich weiß aber dann leider nicht, deswegen zähle ich die auch nicht zum Gesamtwert mit dazu, welche das jetzt genau nochmal waren. Bei denen, wo ich es weiß, klar zähle ich die mit dazu. Ne? Judith Williams habe ich ein Schwämmchen sehr, sehr schnell aufgebraucht. Also das hat sehr schnell Risse bekommen und war auch sehr schnell verfärbt. Das war leider nicht so gut. Lovia mochte ich sehr gerne, ist in der Kooperation mit Maxim und guckt euch mal an, wie schön verfärbt das ist. Ne? Läuft. Ja, das habe ich einmal aufgebraucht. Das ist auch hier von Crash Cosmetics ein Body Sponge, der hat auch super viele Risse. Man soll, glaube ich, einmal alle 2 Monate oder jeden Monat, also alle 6 bis 8 Wochen oder so das Schwämmchen wechseln. Ich habe die ja sowieso immer im Durchgangsgebrauch, ne? Also dann sind halt welche meiner Wäsche und welche sind dann in der Schublade und so. Deswegen, also wenn ich jetzt hier mal so gucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schwämmchen. Ja, das kommt dann eigentlich hin, ne? Alle 6 bis 8 Wochen kommt eigentlich wirklich hin. Das ist irgendwie witzig, muss ich sagen. Weil ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht, dass ich dann Schwämmchen aussortiert habe. Auf jeden Fall ist das hier der Body Sponge, der ist auch großartig. Das hier ist einer von Shein gewesen. Das war in so einem Set mit dabei. Auch der ist schon gerissen. Auch den mochte ich gerne von der Form her. Der war auch mal ein bisschen was anderes. Das hier ist, ich weiß gar nicht, Original Beauty Blender oder so gewesen. Super verfärbt, weil der, glaube ich, mal mit einer neuen Jeans in der Wäsche war. Dann werden die halt immer so bunt, ne? Ja, der ist dann auch uppe. Der ist von Twicy gewesen, da hatte ich eine Kooperation mit, die fand ich richtig schön, weil die halt auch eine sehr, sehr feinporige Oberfläche haben. Das mochte ich auch gerne, damit konnte man sehr schön arbeiten. Real Techniques ist einfach so der Klassiker und der sieht einfach aus, als wäre der schon 1000 Jahre alt. Krass. Und dann hier noch so einer, da weiß ich auch nicht, wo der her ist. Keine Ahnung, sieht man auch nichts mehr von, ne? So halt. Genau, das waren die Schwämmchen, mit denen ich dann die Foundations eingearbeitet habe. Concealer habe ich tatsächlich 2 Stück aufgebraucht. Wow. Aber dass ich überhaupt Produkte aufbrauche, zeigt ja auch, dass ich sie ja verwende. Und ich habe hier in meinem, ne, Tisch hier auch immer so Produkte drin, die ich dann auch wirklich aufbrauche. Ne, das sind dann meistens Concealer oder ein Puder oder sowas. Und das, wenn mir das irgendwann auf den Keks geht, dann kommt das wieder hinten in eine Sammlung, dann hole ich ein anderes raus. Ne? Aber ich versuche schon mal so ab und an Produkte aufzubrauchen, wie ihr ja offensichtlich auch seht. Und ich kriege das eigentlich gar nicht mal so verkehrt hin. Ne? Letztes Jahr war das auch ziemlich viel dafür, dass ich so eine Sammlung habe. Auf jeden Fall habe ich von Revolution den Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer in Porcelain aufgebraucht. Sollte ja auch, glaube ich, ein Dupe zu Charlotte Tilbury sein. War er jetzt so nicht, ne? Also von der Optik ja, aber vom Ergebnis her finde ich den von Charlotte immer noch ein bisschen besser. Aber habe ich halt aufgebraucht. Und ihr seht, ich habe bewusst dann auch einen weiteren mit einem Schwämmchen-Applikator aufgebraucht, eben weil die halt auch super schnell ibar werden. Und dann sehe ich halt schon zu, dass die Produkte nicht kippen, weil die können halt, ich will das gar nicht aufmachen. Ich glaube, dass dieses Schwämmchen hier oben drin wahrscheinlich mittlerweile grün ist. Ich will es gar nicht sehen. Ne? Hier habe ich von NABLA den Regeneration Concealer aufgebraucht und Porcelain. Den kriegt ihr auch tatsächlich bei Purish, wisst ihr Bescheid. Ne? Den mochte ich richtig gerne, aber die Farbe war nicht ganz so meine. Also da würde ich wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich mir den bestelle, den... Ich habe den da, eine Farbe dunkler, ne, weil der einfach ein bisschen zu hell war. Dann sieht man schnell kränklich aus. Eine Lidschattenbasis habe ich aufgebraucht von Love, den Eyeshadow Primer. Es ist halt nur einer gewesen, aber es ist halt ein Eyeshadow Primer. Und das ist auch eine Full Size gewesen. Love ist jetzt ja leider letztes Jahr quasi... Ja, Ciao Kakao weggegangen, genauso Becker, nee, Becker war nicht letztes, sondern vorletztes Jahr. Das ist sehr, sehr traurig. Das heißt, man wird den so nicht wieder nachkriegen. Ich fand den nämlich recht gut. Also da kann man sich eigentlich echt nicht beschweren. Ja, dann geht's jetzt mal weiter. Kommt noch so ein Creme-Produkt. Ein Highlighter habe ich leer gemacht und zwar von Charlotte Tilbury, den Beauty Wand. Beauty Light Wand Easy Highlighter habe ich in der Farbe Spotlight gehabt. Auch hier wieder Schwämmchen-Applikator, da sehe ich schon zu, dass ich die leer mache. Und den mochte ich aber auch sehr, sehr gerne leiden. Ich habe aktuell einen in Anwendung.
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht übers Hemd drüber rolle. Wo man sagen kann, das könnte schon ein sehr gutes Dupe dazu sein. Da habe ich hier von Kiko aus der Deutsche Diva-Kollektion nämlich ein. Habe ich auch heute drauf. Den mag ich. Also das ist auch ein guter Dupe. Ich weiß nicht, ob es den noch bei Kiko gibt. Die haben ja Ewigkeiten immer die Limited Editions noch auf der Homepage. Ne? Aber ja, auch hier Charlotte. Charlotte ist einfach immer wieder eine tolle Geschichte. Ich gucke gerade, Creme-Produkte habe ich jetzt so nicht fürs Gesicht leer gemacht. Dann gehe ich direkt zu den pudrigen Sachen. 3 Puder habe ich leer gemacht. Hätte ich nicht erwartet, dass es 3 sind. Ne? Pat McGrath Labs, da überlege ich ernsthaft, mir das nachzukaufen. Ne? Ist ein gepresstes Puder, habe ich für unter den Augen verwendet, in der Farbe Light. Also es war im Prinzip einfach weiß. Ne? Ich muss aber gestehen, ich habe es nicht alleine leer gemacht. Ich habe das mal irgendwann aus dem Trashy rausgenommen. Ich glaube, dass es da schon zum Teil leer war und ich habe es dann einfach irgendwann leer gemacht. Und das macht einen ganz tollen Effekt unter den Augen. Bei mir auf jeden Fall funktioniert das irre gut. Das ist so ein tolles Under-Eye-Powder. Ein schöner Blurring-Effekt. Also das mochte ich wirklich gerne. Wirklich. Ist aber nicht günstig, ne? Dürfte auch noch Full-Size sein und ja, das habe ich halt... Ja, hingekriegt. Auch eine kleine Größe, Travel Size hier von Charlotte, von ihrem, wie heißt das denn nochmal, Airbrush Flawless Bla, 3,4 Gramm in der Farbe 1 Fair. Ist auch ein schönes Puder gewesen, ne? Da gibt es aber, ganz ehrlich, so viele Dupes zu. Von Catrice, das Poreless Perfection Powder heißt es, glaube ich, dann. Von Nabla, das Close-Up Powder. Das sind schöne Dupes zu der Charlotte. Also das jetzt nicht 1:1, ne? Aber... Auf der Straße werden die Leute nicht so nah bei dir sein, sondern halt auf normale Art und Weise dich sehen. Und da sieht kein Mensch, ob das jetzt von Charlotte das Kram ist oder ob das von Catrice oder von Nabla ist. Ne? Und da muss man halt auch immer mal gucken, welches Preissegment man überhaupt tragen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich finde es auch gut, dass man auf der Charlotte Tilbury Homepage diese kleinen Geschichten bekommt. Ich bin aktuell auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir dieses neue, ganz weiße Puder da bestelle. Das gibt es auch in klein. Ich glaube aber für 25 Euro, das ist halt echt eine Hausnummer. Aber ich vergleiche ja auch immer super gerne mit euch, ne? Für euch. Noch ein Puder, auch eine kleine Größe aus dem Adventskalender war das. Von NYX, das HD Finishing Powder. Da waren 3,3 Gramm drin. Das mochte ich auch gerne. Das war echt toll, ne? Das habe ich echt gerne verwendet. Dann habe ich hier einen Blush leer gemacht und zwar von Seraphim Botanicals Litchi and Gold. Der war echt toll, muss ich sagen. 3 Gramm sind hier drin gewesen und das war eine ganz, ganz tolle Farbe. Warum zeige ich euch, dass es leer ist? Es ist leer. Die war nicht zu rosa, die war nicht zu peachig, die war halt genauso mittendrin. Die war nicht zu matt, die war nicht zu glänzend, die war genauso mittendrin. Und die war, ich glaube, in der ersten oder zweiten Glossy Box, die ich je hatte. Und das ist dann dementsprechend schon über 4 Jahre alt. Ich bin dieses Jahr im 5. Jahr, was YouTube angeht. Im Juni. Bin ich 5 Jahre hier, Leute. 5. Das ist der Wahnsinn. Geiles Blush, wirklich. So, ja. Was nehme ich als nächstes? Augenbrauen. Jo, nehme ich erstmal hier Augenbrauen. Da habe ich das Grande Brow leer gemacht. Das war nur so eine kleine Geschichte, habe ich mal von Sophia gekriegt. Ne? 1 Milliliter und ja, ist mit Hormonen. Mag ich aber sehr, sehr gerne. Genauso wie das Grande Lash. Komm, das kann ich euch auch direkt zeigen. Das gab es nämlich bei Sephora im Set zusammen mit dem Kleinen hier. Das dürften 0,7 Milliliter gewesen sein. Okay, ja. Sehr schön. Bei mir funktioniert das halt sehr, macht halt krasse Wimpern und so, ne? Das habe ich hier halt auch nochmal in der Full-Size aufgebraucht. 2 Milliliter sind da drin, bekommt ihr übrigens eigentlich auch bei Purish. Und da gilt ja auch Claudie 20 drauf, ne? Ich versuche sowieso, so viele Produkte, wie es nur geht, in der Infobox zu verlinken. Ich bin da ja immer sehr, ne? Krass unterwegs und packe euch da so viel rein, da könnt ihr euch austoben bis zum geht nicht mehr. Auf jeden Fall ist das leer gegangen. Einmal in der großen, einmal in der kleinen Version. Und witzigerweise kein weiteres Wimpern- oder Augenbrauenserum. Das war dann halt so, dass ich mich dann durchprobiert habe und dann hatte ich halt welche, die einfach nicht gut waren. Und dann habe ich die aussortiert, dann sind die in den Flops gelandet. Ne? Das ist schon interessant. Dann mache ich jetzt weiter mit den augenbrauenfarbigen Produkten. Da habe ich einmal von Zoeva Graphic Brows in der Farbe Amos leer gemacht. Das war ein schöner Farbton. Genauso auch hier von Glam Shop, genau, das ist so eine polnische Marke. Habe ich auch mal ein Fullface mitgeschminkt. Das dürfte irgendwie Light Brown oder sowas sein. Das steht hier gar nicht so drauf. Ne? Das stand bestimmt mal irgendwo drauf, tut es hier jetzt nicht mehr.
Auch hier, dieses hier fand ich gut. Das hatte ich in einem Adventskalender von Romand Han All Sharp Brow. In der Farbe W1 Gentle Brown habe ich auch leer gemacht. Und ungeschlagen und immer wieder genial. Catrice Lemetic Ultra Precise Brow Pencil in der Farbe 015 Ash Blonde. Genau, das ist eine neue Farbe, die rausgekommen ist. Und die ist perfekt für mich. Das Ding braucht sich aber in gefühlten Sekunden auf. Und wenn man sich so viel schminkt, wie ich mich schminke, kann es auch mal sein, dass man sowas in ein, zwei Wochen aufbraucht. Und wenn man das dann hochrechnet, ist das ganz schön blöd. Ne? Das macht dann nicht so viel Spaß. Dann habe ich hier von Benefit aufgebraucht Gimme Brow Plus in der Farbe 3. 1,5 Gramm, das habe ich so im Sommer wohl ab und an mal verwendet, wenn ich mal eben schnell mir was drüber gemacht habe. Zum Beispiel auf Korfu oder keine Ahnung, ne, jetzt nicht irgendwie mega fett Full Face Gedönsen unterwegs sein, sondern mal eben schnell was ins Gesicht, aber nicht so viel. Ne? Dann greife ich gerne zu sowas. Witzigerweise habe ich den 24 Hours Brow Setter dieses Jahr oder letztes Jahr nicht aufgebraucht, aber ein neues Produkt, was ich großartig fand, Essence Lamination Style Brow Fixing Gel, das war so eine Limited Edition von Essence halt, 4 ml, so gut, aber man kann auch von Catrice diesen Super Glue oder so wie das heißt, auch als Alternative sehr gut verwenden. Ne? Und es gibt von Revolution auch eine sehr, sehr gute Alternative, muss ich sagen. Das heißt, man kommt da drogerietechnisch eigentlich ganz gut mit solchen Produkten auch hin, muss ich wirklich mittlerweile erfahrungsmäßig so herausfinden. Was reden Sie? Ah, ich weiß auch nicht. Das hier habe ich auch aufgebraucht von I Had Revolution Tasty Avocado, das Brow Gel mit Avocadoöl. Das hat sich halt irgendwann schön verfärbt. Nom nom, da hat man ganz viel Augenbrauenproduktrest drin und gefühlt nichts mehr an dem Gel. Deswegen ist es dann irgendwann genauso wie auch das von Essence aussortiert oder beziehungsweise aufgebraucht gewesen. Und auch das mochte ich, fand ich solide, fand ich aber jetzt nicht so überragend. So. Okay, dann gehen wir mal zu Eyelinern. Genau. Eyeliner habe ich auch ein paar aufgebraucht. Den hier fand ich richtig gut. Das ist der Jet Setter von LA Girl. Liquid Eyeliner, der hat auch eine Kugel drin. Das ist eine gute Alternative zu meinem Ayeko Liquid Gedönsen, weil der auch so eine Pinselgeschichte hat. Und den mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Kann ich mega empfehlen. Ganz tolles Produkt. Und das hier ist halt der Ayeko Black Magic. Das ist so ein kleiner nur, also quasi die Travel Size davon. Der hat 0,3 ml. Auch sehr, sehr gut. Dann habe ich hier von Maybelline den Hyper Precise All Day Liquid Liner. Auch das ist eine etwas kleinere Größe, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Originalgröße ist. 0,6 ml. Ich glaube, das dürfte jetzt nicht unbedingt die Original sein, oder? Jo. War okay, ist aber, glaube ich, relativ schnell leer gewesen. Kam auch aus dem Adventskalender. Der hier ist super schnell leer gegangen. Den habe ich, glaube ich, nur ein, zwei Mal angewendet. Waterproof Microtip Graphic Eyeliner von Catrice. Den fand ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich enttäuschend. 0,6 ml. Ne? Den fand ich richtig gut. Der hat richtig lange gehalten von Kiat oder Sia, na irgendwer das Siate, man weiß es nicht. Das war eine Full-Size 3,56 ml Stamp and Drag, der war enorm gut. Ich habe euch ein Full-Face von der Marke geschminkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Habe ich selber, ne? Also ist keine Kooperation oder so. Sehr schöner Eyeliner, der lange, lange gehalten hat. Der Clara war enttäuschend, Graphic Ink Eyeliner Intense Black, weil der nicht so lange gehalten hat. Und der war richtig gut von Revolution. Das ist in Braun einer gewesen. Ich vergesse immer, wie der heißt. Steht hier nämlich nicht drauf. Der war richtig, richtig, richtig gut. Brauner Eyeliner. Müsste ich eigentlich mal wieder nachkaufen, weil ich den sehr gerne mochte. So. Fixing Sprays, Setting Sprays ist sehr, sehr viel leer geworden. Holla die Waldfee, ich weiß gar nicht warum. Balea Wasserspray Aqua, pure Erfrischung für Gesicht und Körper. Ich glaube, mittlerweile gibt es es nicht mehr in dieser Variante, weil das auch irgendwie so ein bisschen problematisch war letztes Jahr. Ne? Da gab es doch irgendwie so einen Skandal mit Bakterien da drin. Auch zur Make-up-Fixierung geeignet. War solide, ne? Aber ich fand das jetzt nicht so ultimativ krass, dass ich das jetzt irgendwie hypen würde oder so. Das jetzt nicht. Dann habe ich von Too Faced Hangover 3 in 1. Das war okay. Replenishing Primer and Setting Spray habe ich halt dann wirklich als Setting Spray verwendet. War halt okay, aber jetzt auch nichts, was ich nachkaufen würde. Auch das würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Rimmel London Insta Fix and Go Primer and Setting Spray. Ich glaube, wenn du sowieso diese Primer and
Setting-Spray-Geschichten hast, ist das so, naja, ich weiß ja nicht, ne? Aber gut. Achso, bei dem Too Faced, wie viel waren denn da überhaupt drin? 30 Milliliter. Ist auch nur eine kleine Größe. Das hier fand ich echt gut. Das ist von Glam Glow, der Glow Setter. Make-up Setting Spray, das ist aber auch sackenteuer. Ne? Sehr gutes Produkt. Sehr schöner Sprühstoß. Kann ich sehr empfehlen. Auch das hier mochte ich wohl ganz gerne. All Day Locking Fixer von Neogen. Ja, keine Ahnung. Das war ein Dover Sprüher, guter Inhalt. Für Schwämme habe ich das dann verwendet. Ich habe bei manchen Sachen mir sogar was draufgeschrieben. Glossy Box Hydrating Mist, das mochte ich auch ganz gerne wohl leiden. Damit kannst du tonisieren, primen und erfrischen. Das ist eine Full Size von 100 ml, bekommt man auch im Glossy Box Online Shop, wenn man möchte. Das hier finde ich einfach großartig. Von Haul Cosmetics, das Indigo Child Setting Skin Perfector. Es ist nur einfach leider echt teuer, ne? Und es hat auch einen Schimmer mit drin. Ich habe ein Backup da, was ich sehr gerne mag. Ich kann das sehr empfehlen, auch das von Purish. Aber es ist halt wirklich eine Preisgeschichte, ne? Das hier war in der Box mit drin, habe ich für Schwämmchen verwendet. Von Kinder Beauty Calm Kind Mist Hydrating Setting Mist, ne? Wie gesagt, für Schwämmchen, weil ich das jetzt so fürs Gesicht nicht so optimal fand. Das hier fand ich gut. Von Sun Lux Setting Spray, waren 75 ml drin, waren mal in der Box enthalten. Kann schon viel, ne? Sassy Beauty habe ich für Schwämmchen verwendet und für, wenn ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, um da einfach ein bisschen Frische ins Gesicht zu bringen. 100 ml. Das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Marke, weil irgendwie kann man die Homepage nicht aufrufen. Kein Mensch weiß, wo man diese Produkte kaufen kann. Sehr crazy. Dann habe ich hier von Catrice das Multipurpose Make-up Fixing Spray mit 3% Kokosnusswasser. Sollte halt mattierend sein. Habe ich im Sommer verwendet, glaube ich. Hydratisierend und erfrischend. Stinky für Schwamm habe ich hier drauf geschrieben. Okay. Dann habe ich hier, auch für Schwämme, sonst zu starker Stoß, von Catrice Bronze Way to Fiji verwendet. Ne? Wie gesagt, Schwämmchen. Dann von Bare Minerals das Dew Mist 10 ml. Das war glitzerig und irgendwie halt auch irgendwie total silikonig, ölig. Mochte ich nicht. So, komm, jetzt machen wir mal Mascara. Da habe ich wirklich auch wieder alle Hand aufgebraucht. Ne? Also so 1 bis 2 pro Monat meistens bei mir. Run It Up False Lash Boom Mascara. Richtig, richtig gut. Kann ich sehr empfehlen. Genauso Nabla Vigis. Ist einfach meine absolute Lieblingsmascara. Genial. Wunderschön. Richtig gutes Produkt. Maybelline Sky High Lash Sensational in dieser schwarzen Variante. Finde ich auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr schönes Bürstchen. Und man kriegt sie runter, ganz im Gegensatz zu der normalen Sky High. Laura Geller, die hat mich überrascht. Lash Boss mochte ich auch sehr, sehr gerne leiden. Eine ganz tolle Mascara. Dann diese hier. Oh ja, die war auch gut. Catrice Glamadol Easy Wash Off Power Hold Volume Mascara. Die habe ich aber meistens kombiniert mit irgendeiner, die ein bisschen zu viel Produkt abgegeben hat. Zum Beispiel in der Anfangsphase von der Nabla Vigis. Die hier war auch ganz gut. Das ist die Catrice Lift Up Volume and Lift Mascara Waterproof. Das war, glaube ich, auch eine Sommergeschichte, die ich verwendet habe. Ne? Ja. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsmascaren. Verwende ich immer am liebsten. Auch in Kombination mit der Nabla Vigis Mascara. Einfach, weil die sehr gut miteinander funktionieren. Und hier hast du auch noch ein Wimpernwachstumsserum drin. Ich weiß nur nicht, ob man diese Mascara noch so kaufen kann. Catrice Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Schöne, schöne Mascara. Tolles Bürstchen, Gummibürstchen 1A. Hier habe ich die Charlotte mal wieder. Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara. Das ist so eine kleine Variante. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm hier drin sind. Das muss ich mal recherchieren. Eine schöne, schöne Geschichte. Da gibt es jetzt mittlerweile von Eveline Cosmetics auch ein Dupe zu. Da habe ich euch auch ein Video mal zu abgedreht. Noch eine weitere kleine Mascara ist hier von mit 1,8 Gramm die Climax von NARS. Die fand ich okay, aber da würde ich jetzt nicht sagen, oh mein Gott, die braucht man unbedingt. Eine kleine Benefit Roller Lash Mascara habe ich hier mit 3 Gramm auch noch aufgebraucht. Ich mag gerne die Benefit Roller Lash Mascaren. Die sind ja Mascaras, Entschuldigung, sind ja auch so bananenförmig und Gummibürstchen. Dann habe ich hier die Man Eater von Tarte in einer kleinen Größe gehabt. Die hatte 4,5 ml, was gar nicht mal so wenig ist, aber halt auch ein fettes Bürstchen. Die fand ich schön. Und als letztes von Marc Jacobs habe ich hier die Blacker Mascara. Heißt die so? Weiß ich gar nicht. Add Lash Lifting and Volumizing Mascara. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viel hier drin waren. Steht hier gar nicht drauf, ne? Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Warum schreibt man sowas denn hier nicht mit drauf? Doch, da. 2,8 Gramm. Die war, glaube ich, mal irgendwo in einer
im Sephora Adventskalender, den es übrigens immer noch gibt von 2022. Egal. Schöne Mascara, aber halt jetzt nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, ich habe mega krasses Kram im Gesicht. Kommen wir mal zu Parfums, die ich aufgebraucht habe. Viva V gibt es ja leider nicht mehr. Get Ready, das war jetzt so eine kleine Größe. Ne? Die sind ja, glaube ich, immer so klein. 5 Milliliter, ich weiß gar nicht, was die normalerweise kosten würden. Da ich die aufgebraucht habe, mochte ich die offensichtlich auch wohl. Ne? Daddy's Girl, das mochte ich ehrlich gesagt sogar richtig gerne. Das hier, Blue Marine oder Parfum Natural Spray, 10 Milliliter. Ist ein schöner blumiger Duft gewesen. Paper, das habe ich verwendet in Verlosungsboxen, Commodity. Ja, da weiß ich halt nur nicht. Scent, Space, Personal, wie viel da drin war. Ist immer schwierig, weil ich möchte euch ja auch immer den Wert der aufgebrauchten dekorativen Kosmetik einblenden. Ne? Elizabeth Arden White Tea Wild Rose habe ich aufgebraucht. Das ist eine kleine Geschichte mit 10 Millilitern gewesen. Die mag ich immer sehr gerne, das ist immer sehr pudrig. Dann habe ich hier noch ein paar Pröbchen. Replika Maison Margiela wie Waschmittel, okay. 1,2 Milliliter. Dann Alien Muggler, das mochte ich auch sehr gerne, 1,2 Milliliter. Revolutionary von Revolution, das fand ich auch echt cool. Das dürfte ja auch irgendwie 1,2, 1,5 oder so sein, ne? Und Perfect von Marc Jacobs, 1,2 Milliliter. Das war auch sehr, sehr. Dann habe ich von Trend It Up Blooming Summer Illuminating Öl aufgebraucht, 30 Milliliter. Finde ich immer eine ganz schöne Geschichte im Sommer für die Beine, weil es so einen Strumpfhosen-Effekt gibt. Dann von Microcell das Nail Repair, mochte ich auch gerne. Hat das meine Nägel jetzt wirklich bekräftigt? Ja schon, ne? Also das mochte ich auch als Unterlack sehr gerne. LCN Nail Care Water Gel, ja, das war so ein Pflegeding mit 4 Millilitern, das mochte ich auch. Basecoat, Essence Anti-Split fand ich jetzt nicht so überragend mit 8 Millilitern. Das ist auch irgendwann so eingetrocknet gewesen. Das hier ist der beste Überlack überhaupt. Habt ihr mir auch schon geschrieben, dass ihr den auch nachgekauft habt von Essie, dieser Platinum Topcoat. So, so großartig. Dadurch hält der Nagellack. Eine random Nagelfeile habe ich hier mal reingeschmissen. Von Essence Nail Polish Corrector Pen. Die mochte ich auch, habe ich auch schon wieder nachgekauft. Und jetzt kommen wir zu Lippen. Da habe ich einmal von Clavo Nourishing Care Lip Sleeping Pack. Das ist K-Beauty, mochte ich gerne leiden. Dann habe ich einen Lip Liner von Douglas Ultimate. Das ist in der Farbe 4 Coral. Ein schöner, schöner Lip Liner. Hat auch gut gehalten. Dann Lippenpflege Alverde Maximum Lip Boost. Den fand ich Iba, der ist mir auch irgendwann, glaube ich, gekippt. Alverde Lippenmaske mit Bio-Honig. Ja, jetzt renne ich. Fand ich okay. Ne? Das ist halt über Nacht eine schöne Geschichte gewesen. Das hier fand ich richtig toll. Catrice Clean ID Protecting Lip Serum. Ich glaube, das ist auch so ein Dupe zu diesen anderen Lippenölen, die man so kaufen kann. Dann habe ich aufgebraucht von Veleda Everon die Lippenpflege. Die mochte ich gerne. Fand ich, also es hätte aber mehr pflegend sein können. Von Sephora habe ich den Watermelon Lip Balm leer gemacht. Wenig Pflege, aber schöner Duft. Von Givenchy habe ich 1,3 Gramm von einem Rouge Intredit Vinyl Lipstick leer gemacht in der Farbe 04. Den mochte ich sehr gerne leiden. Hatte ich im ersten Tausch-Trash-Paket mit Miss Curly Wax drin gehabt. Lip Papier, den fand ich nicht so gut als Lippenpflege. Und Dior Addict Lip Maximizer. Den fand ich schön, da waren 2 Milliliter drin. Das ist halt so ein, ja, süßes, kleines Plumping-Produkt. Boom! Und das ist es nun gewesen. Wahnsinn! Also da habe ich hier wirklich eine ganze Ecke aufgebraucht, ne? Aber ich bin ganz froh. Doch, muss ich wirklich sagen. Ich bin stolz, doch, dass ich bei der Sammlung so viel aufgebraucht habe und euch dann halt wirklich auch so eine Informationsgeschichte immer bieten kann. Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Bestreben. Ne? Ihr Lieben, das war's hier von mir. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht Videos. Jo, hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!